Hallo. Hallo. Ich hätte einmal die grüne Dose, die rote und einmal Zigaretten. Okay. Ausweis bitte. Einmal die Maske runterziehen bitte. 18 Jahre alt. 9,60 Euro. Das passt so. Dankeschön. Schönen Tag. Tschüss. Ciao. Na, du? Hast du geraucht? Vielleicht. Oh, danke. Hast du die neuen Corona-Regeln schon gehört? Ja, ich will es eigentlich echt nicht wissen. Ja, hab einer bestimmt eine Inzidenz. Doch, bitte, können wir über was anderes reden? Ich will es nicht mehr wissen. Ich kann es echt nicht mehr hören. Alles okay? Ach, ich muss nach Hause. Was ist los? Was passiert? Nein, nur mein Vater. Weiß er, wie der manchmal ist. Nein, weiß ich eben nicht. Du stellst mich ja wahrscheinlich erst am Tag unserer Hochzeit vor, oder? Ja, sei froh. Ich geh kurz nach Hause, ich komm gleich wieder. Niklas! Setz dich doch erstmal. Wir müssen mal was besprechen. Ich will wieder raus. Können wir nicht später reden? Ich war heute noch mal bei Dr. Winter. Er hat mir mitgeteilt, dass ich aufgrund meines Asthma Bronchiale zur Corona-Risikogruppe 1 gehöre. Und da die Zahlen im Moment sehr hoch sind, müssen wir als Haushalt soziale Kontakte reduzieren und damit ein Ansteckungsrisiko ausschließen. Verstehst du, was ich dir gesagt habe? Und was das für uns bedeutet? Und dir sind alle neuen Regeln bekannt, die in Kraft getreten sind. Ja. Natürlich, Papa. Ja. Ja. In Ordnung. Dann geh erst mal wieder. Es scheint ja wichtig für dich zu sein. Niklas, nimm noch eine FFP2-Maske. Und sei pünktlich heute Abend. Ich koche. Zurückgekommen, es wäre irgendwie komisch. Weil wir sonst immer von sich aus ansprechen. Ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht gestattet sein Dad oder so? Kann sein. Ich weiß auch nicht. Sind du mir lieber mal von dir? Wie du? Wie du läufst? Ich glaube, das erzähl ich dir lieber später. Ja. Oh. Nee, das habe ich nicht schon ausprobiert. Die Kabel sind genauso wie sonst. Also ich habe hier gar nichts verändert und es blinkt nur noch rot. Ja. Und wir sind dringend aufs Internet angewiesen mit Homeschooling und allem. Ja, danke. WLAN geht schon wieder nicht. Nee, habe ich schon ausprobiert. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe es jetzt vom Strom getrennt, ich habe es wieder reingesteckt, gewartet und es passiert gar nichts. Habt ihr Hunger? Nee. Aber ich habe gekocht. Mama, danke, wir haben gegessen. Du auch? Ja. Ja. Ja, dann? Okay. Schreib mir und dann. Oh, du kleine Ratte, kannst du nicht rausgehen? Fünfter Satz, Ergänzungen. Zum Beispiel, diese drei Sätze sehen, wen oder was Ergänzungen, das und unser Objekt. Sorry. Und jetzt? Ich weiß nicht. Sollen wir einfach in dein Auto gehen? Ich weiß nicht.
Wir können ja noch nicht ewig rumfahren, ne? Ja. Sonst lass doch einfach zu Nu, zu diesem kleinen Getter-Dings, was ich eben schon meinte. Ja, komm. Oha. Ja, ich glaube, ich mach dann schon mal den Motor an, ja? Ich beeil mich, okay? Ich komm nach. Danke. Bis gleich. Hi. Du, sag mal, bevor du weiterredest, Jessica und ich sind gerade auf dem Weg zu Nu. Kann ich dich später zurückrufen? Ich würde gerne jetzt sprechen, wenn es passt. Alles okay? Ja, triffst du dich jetzt mit vielen? Ich dachte nur du und Jessica. Ja, ich weiß auch nicht, das war anders geplant, aber ist wirklich alles okay? Du klingst total komisch. Wollen wir uns eventuell heute noch sehen, so zu zweit? Können jetzt noch einen schönen Abend machen. Oh, ja, ich würde dich auch gerne noch sehen, aber Jessica hat gerade schon gehupt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ja, habe ich gehört. Ich muss los. Fahrt ihr zu Nu nach Hause? Seid ihr überhaupt befreundet? Keine Ahnung. Es ist wichtig, dass wir uns heute noch sehen. Für mich und auch für uns. Okay. Nee, alles gut. Ja, ich sag Jessica ab. Alles gut. Aber kannst du mir das nächste Mal vielleicht irgendwie früher sagen? Ja, safe mache ich. Ich fahre auch gleich sofort los. Aber ist echt okay, dass wir uns jetzt noch treffen? Okay. Hab dich lieb. Na, wo gehst du noch hin? Spazieren. Du gehst alleine spazieren? Nein, mit Melli. Du erinnerst dich aber an das Gespräch, das wir hatten. Ja, tue ich. Ich treffe mich draußen mit meiner Freundin alleine. Und dass du mir versichert hast, dir seien alle neuen Regeln bekannt, daran erinnerst du dich nicht mehr, oder? Niklas, es gibt eine Ausgangssperre. Für Personen aus mehr als einem Haushalt ist es untersagt, sich nach 22 Uhr draußen aufzuhalten. Papa, bitte. Das Risiko wird doch nach 10 Uhr nicht größer. Niklas! Wir sind schon verabredet, von daher. Nein, du wirst dich an diese Beschränkungen halten, Niklas. Niklas, diese Maßnahmen sind dazu da, um genau solche Leute wie uns zu schützen. Leute wie dich? Ja, es geht ja nur um meine Gesundheit, die auf dem Spiel steht. Wir können morgen früher essen und dann könnt ihr euch treffen. Aber ich möchte nicht, dass du heute noch das Haus verlässt. Hallo. Hallo. Eine rote bitte. 2 Euro bitte. Sorry, nehmen Sie mir bitte noch eine grüne dazu. 4 Euro macht das da. 4. Ja. Okay, danke dir. Tschüss. Schönen Tag noch. Sag mal, das ist doch schwachsinnig. Können wir bitte einfach reden? Ich bin am Kiosk.
Danke dir. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss.